Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021. Ja, wir haben gerade diesen Kampagnenauftrag, den Van hier wieder fit zu machen. Fahrwerk unten haben wir jetzt geschraubt. Jetzt gilt es hier vorne noch einige Sachen zu finden, die wir machen müssen. Unter anderem müssen wir diverse Flüssigkeiten wechseln, aber jetzt lassen wir erstmal die Diagnose laufen. Sofern das geht. Motor springt nicht an. Dann ist natürlich, wie sind der zu uns gekommen, wenn der Motor nicht anspringt? Muss ich vielleicht die Batterie laden? Ist die vielleicht... Ne, Batterie scheint aber in Ordnung zu sein. Lichtmaschine ist kaputt. Startbatterie ist noch okay. Profiltiefenmesser, das sah aber auch alles gut aus. Nicht Burner, aber okay. So. Können wir dann auch nicht, weil der springt ja nicht an, ne? Okay, ich sehe hier schon. So, Klammer weg. Das ist, glaube ich, noch eine, oder? Sie, da ist noch eine. Den Verteiler selber sah, glaube ich, okay aus. Ja, den können wir... Aber den müssen wir neu machen, den müssen wir neu machen und die müssen wir neu machen. Dann bauen wir es rein. Vielleicht startet der Motor dann auch wieder. Und ich kann noch meine restlichen Tests machen. Achso, ich sollte die Sachen auch kaufen, ne? Nicht nur der Einkaufsliste hinzufügen, sondern auch tatsächlich kaufen. Das ist alles in dem hier. Verteilerkappe. Und der Zündkabelsatz. So. Jetzt können wir dann auch. Oder dann... Können wir noch die restlichen Tests machen. Dass wir Kompressionsprüfung und so alles machen können. Ein bisschen Pech muss der ganze Kleidradatsch dann noch wieder runter. So. Versuchen wir unser Glück. Springt immer noch nicht an. Okay. Was haben wir denn da noch? Machen wir mal die ganzen Riemen hier. Ich hätte gern die Diagnose gemacht. Weil das natürlich auch dafür sorgt, dass wir die Sachen finden, ne? Aber okay, jetzt schrauben wir es halt mal auseinander. Und gucken mal, was wir noch finden. Vielleicht noch. Das könnte ich noch gucken. Vergaser war okay.
Okay, die taugen nix. Vielleicht haben wir damit dann auch schon alle Teile gefunden. Aber die sehen jetzt... Haben wir alle zum Kerzen draußen? Ja, komm mal. Gucken wir nochmal, wie es ausschaut. Die Teileliste ist riesig. Keilriemen, Lichtmaschine, Luftfilter, Nockenwellenrad, Zündkerze, Zündverteilerkappe. Da haben wir immer noch Teile nicht gefunden. Ich fürchte, da müssen wir noch mehr auseinanderbauen. Und ich muss erstmal das Kühlwasser ablassen, fällt mir gerade ein. Nicht, dass ich hier wieder Sauerei mache. Oh ja, da haben wir noch diverse andere Sachen. Kühlwasser. Das Wischwasser. So, machen wir das Kühlwasser weg. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich hier versehentlich die Wasserpumpe abbaue. Und wir diese Schweinerei wieder auf dem Boden haben. Ich weiß es halt nicht, ob ich den... da den Motor komplett auseinandernehmen muss. Die Umlenkrolle können wir noch wegmachen. Die kann ich auch mal wegmachen. Da sind auch nochmal drei. Gucken mal, wie das ausschaut, wenn wir die abgeschraubt haben. Dann alles gefunden ist. So, weil ich will ja zumindest alles gefunden haben, weil dann weiß ich, das kann ich auch wieder zusammenschrauben. Vier Teile haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir müssen weiter auseinanderschrauben. Pech ist es irgendwas im Inneren. Ich hatte Hoffnung, dass ich einfach den... Motor starten kann, um dann noch einiges auszuschließen. Aber Spiel sagt nein. Ach, vielleicht sind das irgendwelche Nockenwellenlager noch, ne? Das können wir noch gucken. Fällt mir gerade ein, bevor wir da oben den Motor komplett auseinandernehmen. Nehmen wir lieber mal gerade die Ölwanne ab. Vielleicht sind irgendwelche Nockenwellenlager kaputt oder Pleuellager. Okay. Die Nockenwelle ist hinüber. Gut, so viel zum Thema, ob wir den Motor auseinandernehmen müssen. Die Frage stellt sich nicht, den müssen wir komplett auseinanderschrauben. Die Lager sind bei so auch kaputt. Kolben sehen nicht gut aus. Dann müssen wir das Getriebe auch wieder abschrauben. Mist.
außer er sagt, er hat alles gefunden. Wenn wir die Sachen hier abhaben. Und die Kolben ausgebaut haben und tralali und tralala. Aber ich fürchte, die Kurbelwelle muss auch raus. So wie die ausschaut. Und das würde heißen, Getriebe ab. So, jetzt müssen wir den ganzen Quark hier vorne noch abbauen. Gerade überlegt, ob das ein Problem mit der Servoflüssigkeit gäbe. Tut es aber irgendwo, ich lasse sie trotzdem mal ab. Ich glaube, sollen sie sowieso wechseln. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir die auch gerade. So. Wasser, Kühlwasser haben wir zum Glück schon abgelassen. Da sind wir safe. Ja. Das ist jetzt eine größere Reparatur, als ich erwartet hatte. Ist der noch hierher gefahren oder wurde der hergeschleppt? Die Frage muss ich mir echt stellen. Keilriemen, Kipphebel, Kurbelwellenlagerdeckel. Nockenwellenrad, Pleuellagerdeckel. Und da haben wir immer noch so eine ganze Batterie an Teilen. Ich glaube, das sind die ganzen Kolben und sowas. Das ist der Wahnsinn. 8 Seiten. Bremsflüssigkeit wechseln, ja. Wischerflüssigkeit nachfüllen, okay. Das gibt ordentlich Geld, würde ich sagen. Und es ist gut, dass wir ein gutes Finanzpolster haben, weil die Teile sind teuer, die wir da jetzt so wechseln müssen. Stößelstangen. Die Reparatur ist echt deutlich umfangreicher als erwartet. Ja, und Getriebe und Anlasser werden dann auch nochmal runter müssen, aber der ist kaputt, der ist kaputt. Da wir die Kurbelwelle eh wechseln müssen, machen wir die zwei gleich auch mit raus. Und dann können wir nachher von unten das Getriebe abbauen und Kurbelwelle rausholen. Dann sind wir hier oben aber erstmal soweit durch. Das ist echt wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, so eine Reparatur. Absolut nicht erwartet. So, die Kolben nehmen wir auch raus. Wenn man sowas in Real machen lässt, ist man richtig viel Geld los, by the way.
Aber richtig, richtig viel. So eine Motorrevision, wenn die gut gemacht wird, gehen da etliche tausend Euros auf. Ich gucke ganz gern mal immer wieder mal Red Hat Motorentechnik hier auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Soweit wie ich das einschätzen kann, kompetente Jungs, die ihren Job richtig gut machen. Nicht billig sind, aber guten Job machen. Und manchmal ist also phänomenal, was man da manchmal zu sehen kriegt. Sie haben es inzwischen schon aufgegeben, die ganzen VW-Busse, die sie da reparieren, zu zeigen. Meist machen sie inzwischen andere Fahrzeuge, also in Videos. So, Kurbelwelle. Oh, die Nockenwelle haben wir vergessen. Ist die auch noch? Ich mach's mal gerade raus, wenn ich schon... Ne, die wäre sogar okay gewesen, gut. Ja, dann würde ich sagen... Neu. Neu, 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 neu. Neu. Die sind auch kaputt, die Stößelstangen. Kolbenringe, Kolbenringe. Kolbenringe. Pleuel, Kolbenringe, Pleuel, Stößelstange, Stößelstange. Ich mache das jetzt auf die Art, weil dann sehe ich auch gleich, wie viel ich jeweils brauche. Weil ich könnte zwar auch nur einen markieren, einen Pleuel-Lagedeckel, aber ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Deswegen machen wir das auf die Art, dass ich alle markiere. Zündkerzen genauso, weil dann sehen wir, wie viel wir brauchen. Lichtmaschine, Keilriemen. Luftfilter, Kraftstofffilter haben wir schon erneuert. Okay, dann würde ich sagen, beginnt die Montage. Achso, wir sind schon oben. Wir sind ja oben. Dann machen wir jetzt die Kurbelwelle rein. So. Habe ich keine neue gekauft? Ah. Ich sollte das nicht nur markieren, ich sollte die Sachen auch kaufen. Pro-Tipp. Kurbelwelle. Zum Glück haben wir echt gut ausgestattetes Budget. 8x Kolbenringe. Dreimal Kolben mit Pleuel. Achtmal Ventilstößelstange. Ein Nockenwellenrad. Einmal Steuerkette. Vier Pleuel-Lagerdeckel. Drei Kurbelwellenlager. Deckel. Sieben Kipphebel. Fünf Zündkerzen, achso, die finden wir nicht hier. Lichtmaschine, Keilriemen finden wir aber hier. Und den Luftfilter finden wir auch hier. So, und das andere finden wir hier. Fünfmal Zündkerze, wobei ich glaube, wir machen alle acht neu. Bevor ich mir da das Drama antue, dass ich eventuell die falsche habe. Oder irgendwo eine falsch reingeschraubt.
So, jetzt. So. Ja, und wie sehr ist die Folge auch um? Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir das Ganze hier zusammenbauen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.